Freunde, bevor das Video startet, zwei kurze Hinweise. Erstens, wir spielen am Freitag gegen den Berliner AK. Dort mit der Feinde Pro-Mannschaft. Es ist sogar Weltmeister Kevin Großkreuz mit am Start. Tickets gibt es schon ab 5 Euro für Schüler und Studenten. Erwachsene zahlen 10 Euro. Ich glaube, das ist ein super fairer Preis. Tickets sind hier verlinkt und auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich bin auf jeden Fall bereit, gegen einen, gegen den Jury zu kämpfen. Mich vor, dass du herausfindest. Was hab ich gemacht? Bitte lass mich. Willst du jetzt gleich sagen, ich liebe dich oder so? Aber es haben wir so FC Levante hier heißt. Bruder, das, guck mal, warte, er erzählt, sein Vater hat sein Haus verkauft. Die sind 2.500 Kilometer nach Leganés gefahren, um da zu trainieren, um verarscht zu werden. Wie? Das ist der dritte jetzt. Ja, verarscht. Wow. Da wollte er einfach nur durch. Ja, da wollte er den Kopf durch die Wand. Freunde, neues YouTube-Video. Wir drehen heute nicht nur eine normale Folge Feind the Pro, sondern wir drehen heute, ja, Feind the Pro Special Edition. Es geht darum, den Nationalspieler zu erkennen. Alle Jungs erzählen uns, dass die Nationalspieler einer gewissen Nationalität sind. Nur einer sagt die Wahrheit. Ich, also meine Wenigkeit und die Jury, die heute mit zwei Bundesligaspielern bestückt ist, muss dann anhand verschiedener Challenges erkennen, wer es sein könnte. Wir haben den Player des Monats mit am Start und deshalb kommen wir direkt zur Jury-Vorstellung. Mein Name ist Dia, Fußball-Creator, und neben mir geht's spannend weiter. Ich bin Dennis Undorf, Spieler vom VfB Stuttgart, und Dia sein Freund. Und Spieler des Monats, zeig nochmal die Karte, zeig nochmal ganz kurz. Mein Name ist Casey Rebel, ich bin Musiker und Security. Und was? Security. Ich bin Jamie Lebeling und spiele auch beim VfB Stuttgart. So, Freunde, heute Nationalspieler-Edition, auch passend. Guck mal, du wusstest. Erzähl mal ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen, Challenge Nummer 1. Ich will das nur wissen, wenn du es nicht sagen darfst, schneiden wir es raus. Aber wie ist das? Nagelsmann ruft an, was sagt er? So, du gehst, war eine Nummer eingespeichert vorher, oder? Nee, doch, war vorher eingespeichert. Woher hast du die Nummer? Die Frage. Mein Trainer hat mir geschrieben, dass der Nagelsmann meine Nummer haben möchte. Ach, und geil. Hat mir dann seine auch separat geschickt. Und dann hast du gesehen, so dein Handy klingelt, siehst du Julian Nagelsmann. Ja, da war ich um 13 Uhr im Auto, Julian Nagelsmann. Ich war richtig nervös. Ehrlich? Ja, hast du so gezittert mit der Stimme? Nein, gezittert nicht, aber ich war nervös, habe dann ein cooles Gespräch gehabt und den Rest, das war's. Den Rest sehen wir. Ja, okay. Im März. Mal gucken, ob wir dann heute auch nochmal den Nationalspieler erkennen. Heute für euch auch ganz wichtig zu wissen, wir machen heute auch komplett neue Challenges. Aber bevor wir zu den Challenges kommen, kommen wir direkt erstmal zur Spielervorstellung. Ich heiße Arif, bin 18 Jahre alt, linker Verteidiger und aktueller deutscher U19-Nationalspieler. Hi, mein Name ist Sean Igit. Ich bin 20 Jahre, spiele für die türkische U21-Nationalmannschaft und bin Rechtsverteidiger. Mein Name ist Antonio. Ich bin 18 Jahre alt und spiele für die U21 von Türkei. Mein Name ist Can Akin, ich bin 19 Jahre alt, spiele im linken Flügel bei U21 von Bosnien. Hi, mein Name ist Abdul, bin 16 Jahre alt, spiele für die U17 für Libanon. Mein Name ist Blert, bin 21 Jahre alt, spiele oft im Sturm oder auf der 10 und spiele für U21 Kosovo. Hallo, ich bin der Arin Garza, ich bin 18 Jahre alt. Ich spiele alle Positionen vorne und auf der 10 und derzeit spiele ich in der U19-Nationalmannschaft des Irans. So, jetzt haben wir alle Spieler durch. Erster optischer Eindruck. Dennis, willst du anfangen? Welche zwei dir richtig gut gefallen oder wer es sein könnte? Meiner Meinung nach Sejan. Ich habe drei, Antonio und Can. Er hat stabile Waden, deswegen. Can aus Bosnien? Ja. Casey, deine? Can, der Kollege links neben ihm, der 16-Jährige war das, glaube ich, ne? Abdul, ja, genau. Ja, das sind so erstmal meine Favorites. Und ich will auch eine Sache sagen, ne? Ja. Mich triggert ein bisschen zum Beispiel der Antonio, ne? Wenn unser schwarzer Bruder zum Beispiel jetzt für, wenn er es nicht ist, dass er dann sagt, ich spiele für Türkei, oder? Macht das, ist das dann nicht noch unglaubwürdiger?
Wenn er lügen wollen würde, hätte er gesagt, ich spiele für... Ich gehe ein bisschen über Ausschlussverfahren gerade. Ja, ja. Wenn er lügen... Ja, sag mal, Bruder. Um ehrlich zu sein, es ist schwierig, weil klar, wegen meiner Hautfarbe denkt man nicht direkt Türkei. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig für mich, Türkei zu sagen. Bist du in Türkei aufgewachsen oder hast du eine Familie? Nur geboren dort. Geboren dort, genau. Okay. Das war kein Kritikpunkt von ihm. Er hat nur alles gesagt. Alles gut. Das macht nur einfach, weil wenn du lügen wollen würdest, das macht es realistischer für mich. Wenn du lügen wollen würdest, würdest du dir was anderes ausdenken. Würdest du irgendwas? Nein, das sage ich. Ich will auch niemandem zu nahe treten, wie gesagt. Ja. Ich mag ihn jetzt schon. Jamie, deine Kandidaten? Ich sag hier in der Mitte, vorne. Sayan, ja. Hast du noch einen zweiten oder würdest du bei Sayan bleiben erstmal? Erstmal bei ihm bleiben. Erstmal gucken, was sie so am Ball drauf haben. Meine Calls auch, ganz klar. Sayan sieht aus wie ein Fußballer, so dieses Tattoo Türkei U21. Ist natürlich ein Brett, aber kann ich mir vorstellen. Und Antonio, ich weiß nicht, seine Ausstrahlung, er sieht. Für mich ist er so ein rüdiger Typ, guck ihn dir an. Der will mich schlagen, habe ich das gesehen? Der Blick ist schon... Ich habe nur eine kurze Frage. Gerne. Ihr spielt ja beide in der U21 angeblich für die Türkei. Wer sagt jetzt die Wahrheit und wer nicht? Einer sagt ja die Wahrheit. Oder spielt ihr beide da? Er guckt schon so rüber. Also die Sache ist die. Ey, wir reden darüber später. Wir müssen ja anhand der Challenge. Die spielerischen kann man dann sehen, wer spielt oder wer nicht. Welche Position hast du? Spielst du nochmal? Außenverteidiger. Sayan, sag mal. Gute Konkurrenz kommt mit ihm, aber. Ja. Der Junge, der macht sehr gut. Einer spielt. Sayan, wer sagt die Wahrheit? Also, ich will jetzt ihm jetzt nicht die Chance wegnehmen oder so. Also, ich will mich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu äußern. Also. Sehr professionelle Antwort. Ein studiertes Medientraining. Okay, dann haben wir unseren ersten optischen Eindruck. Das Schöne ist immer wieder, dass wir jetzt Fußball sehen können. Wie gesagt, heute echt extreme Challenge, zum Teil eine extreme Challenge. Ohne Scheiß jetzt, ich will nicht zu viel versprechen. Aber eine extreme Challenge haben wir dabei und ja, komplett auch neue Sachen dabei. Fangen aber relativ entspannt an, um erstmal die Grundfähigkeiten zu sehen. Ball wird gleich in zwei Vierecke reingespielt, Ball an und Mitnahme, Dribbling. Und dann können die Spieler selber entscheiden, entweder gehen die in den Abschluss oder gehen die ins Dribbling gegen den Keeper. Also viel Spaß mit Challenge Nummer 1. Sayan spielt den Ball. Wenn ihr ready seid, könnt ihr starten. Guter Ball. Deutschland U19, ne? Aber ich glaube, dass er einen richtig guten linken Fuß hat. Mit links? Aha! Wir haben den Profi. Oh, okay. Rechts wie links kann er. Ein guter Touch. Oh, gut. Boah, die Ecke ist komplett frei. Da muss man noch reinschieben. Ja, danke, Arif. Sayan, jetzt time to shine. Auch guter Ball. Oh, ja. Oh, schöne. Ah, stark, ja. Das ist gut. Aber gute Bewegung. Rechtsverteidiger. Okay. Rechtsverteidiger. Der geht auch als Stürmer durch, ne? Ja. Er hat auch gute Beine. Interessant auf jeden Fall. Gespannt. Ja, gerne. Antonio. Ah, Jamie. Was? Wie spielt er die Bälle? Oh, boah, klar, guter Abschluss. Was ist der für eine Position? Auch Außenverteidiger. Schieß. Guter Abschluss. Touch stört mich so ein bisschen. Ausverteidiger. Ja, aber auch da. Ja, gerne. Gian. Bosnien, ne? Ja. Jetzt aber gut gemacht, wenn ich es richtig Dynamik dahinter auch. Touch gut. Auch gut, noch geholt. Gut rumgeholt. Nicht schlecht. Aha. Ja, der hat verstanden, man kann ins Dribbling gehen. Aber ist richtig. Jan. Jan heißt der, oder? Jan, genau. Jan, ja. Abdul Blair. Okay. Oh, aber er sagt schwer. Gib her. Hätte ich noch mehr. Gib her, du. Egal. Er ist so heiß, Bruder. Er ist heiß wie Frisse. So hibbelig, ne? Der ist aber noch jung. Der ist 16 halt, ne? Wie findest du die Bälle? Gut, ist nicht schlecht. Ja. Also es gab auf jeden Fall schon zwei, die Bälle schlecht gespielt haben. Ich bin jetzt auch nicht so krass drauf. Seine Beine machen mich nervös sogar. Genau. Dass man vielleicht zwei, die auf jeden Fall keine Profis sind. Ja, genug raus, ja. Was macht er da? Schießt doch. Ja! Oh. Hat aber lange gedauert, ey, bis du Ausfahrt gefunden hast. Okay, gerne. Warte. Du bist Stürmer, ne? Jetzt muss kommen. Gut geholt.
Mal gucken, was jetzt abgeht. Aha. Gut. Okay. Okay. Er ist ein guter Fußballer. Er ist richtig gut sogar. Als ich so aussah, Bruder, ich hab's auch nicht geschafft, Profi zu werden. Tschüss, tschüss. Bruder, er ist richtig gut sogar. Er hat richtig diese Power-Shots. Das hat 5 Sekunden wieder. Kojiro Hiro. Das ist einer, wenn er sich fit macht, ist er richtig stark. Kann ja gut sein, ja. Ja. Abdul. Ach, schwer. Komm, schau mal. Richtig schlecht. Anderer Fuß? Ja. Was ist das für ein Ball? Er hat ein persönliches Problem mit dir. Schneller Einwurf. Der muss raus. Abi hat Abdul. Okay, jetzt aber. Oh, macht er gut. Den. Ah! Schnelle Beine hat er. Ich schwöre, der ist nicht verkehrt. Ja, der ist. Mir gefällt nur seine Socken nicht, Bro. Ja, die Socken. Schieß. Oh. Aber jetzt schnelle Beine. Freunde, heute die letzte Möglichkeit, vor Weihnachten ein pünktliches Weihnachtsgeschenk zu bekommen. Ihr habt hier die garantierte Lieferung vor Weihnachten. FitGun, auch so günstig wie noch nie, ist der absolute Super Sale, weil es gibt die FitGun jetzt ab 60 Euro. Mit dem Code DIA50, Freunde, spart ihr satte 50% und es gibt, wie gesagt, die FitGun für 50%. Hilft super gegen Muskelverspannung, Zerrungen und Verhärtung. Also ein tolles Gerät, Freunde, ein super Weihnachtsgeschenk und jetzt ganz schnell noch mal sichern, bevor es zu spät ist. Okay, Freunde, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Jeder trifft sie für sich selber. Jamie, fang du mal gerne an. Welche? Ich fang an. Deine also, zwei wählen wir raus, ne? Zwei, okay. Ich habe das hier mit Noten gemacht. Arif, Deutschland U19, weiß nicht so. Also nichts gegen dich, aber ich habe bei dir eine 3- gemacht, deswegen wärst du bei mir raus. Und Jan, habe ich auch 3- gemacht, deswegen werdet ihr beide bei mir raus. Casey? Also ich kann mich noch nicht ganz festlegen, so wen ich favorisiere. Ich fand Antonio, du hast gut gemacht. Seyhan, fand ich richtig starke Bälle, die du gespielt hast. Wo ich ein bisschen so ein kleines Minus notiert habe, war bei Abdul, bei Jan und bei Blair. Bei Abdul, die Bälle, die du gespielt hast, die haben mir nicht gefallen. Also da ging es jetzt gar nicht so um das 1 gegen 1 oder um die Annahme. Bei Blair genau das Gleiche. Die Bälle, die ihr gespielt habt. So. Ich guck mal, was ihr noch sagt. Also das sind meine 3 Minuspunkte. Ja, ich habe auch 3 Kandidaten. Jan ist für mich auf jeden Fall raus. Den fand ich das war meiner Meinung nach der schlechteste von allen. So hart formuliert, aber nein, was ehrlich. Ja, ich muss ehrlich sein. Nein, du musst von ich muss das auch so durchmachen. Nein, deswegen. Play of the month. Ich muss sagen, Abdul, dein Durchgang war eigentlich nicht schlecht, war eigentlich gut. Aber deine Diagonalbälle waren Cutter. Und Blair, du hast eine gute Technik, du hast einen guten Abschluss. Aber ich weiß nicht, deine Statur gefällt. Weiß ich nicht, ob das wirklich. Also, das ist das Einzige, was mir so Sorgen bereitet, wo ich sage, aber von der Ausführung her und alles war es eigentlich top. Abdul, deine Ausführung war auch gut, nur die Diagonalbälle. Und Ari, ich habe nur eine Frage an dich. Deine Socken. Warum hast du deine Socken so komisch? Wir hätten dich fast rausgeknallt, ja. Nur wegen den Socken. Ich sag's dir ehrlich. Ich bin überzeugt, aber fußballerisch. Weil, wenn du guckst, jeder hat Socken und langgezogen, jeder einzelne. Genau, bei mir generell, ich bin so einfach als Mensch, also auch in meiner Mannschaft. Meine Kollegen regen sich auch drüber auf, aber ich ziehe halt so meine Sachen einfach an und gehe Fußball spielen und irgendwie, ich weiß nicht, ich mache das einfach und ich habe mir nie so Gedanken gemacht. Ich weiß, es sieht nicht so gut aus, aber ich spiele halt einfach dann und dann vergesse ich es irgendwie. Und wie gesagt, in meiner Mannschaft ist es wirklich auch, dass ich da Leute so drüber aufbringe und sage, Arin, wie geht das, U19 und... Wo spielst du? Also Verein oder? Verein. 60. Alles klar. Gute Antwort. Ja, also meine Kandidaten, also Jan habe ich auf jeden Fall raus. Bei Abdul und Blair kann ich mich nicht entscheiden. Ja, schwer. Ich hätte auch Jan rausgewählt. Fand seinen Durchgang nicht schlecht. Das war von allen, der am wenigsten mich überzeugt hat. Und dann bin ich auch zwischen Abdul und Blair. Abdul, seinen Durchgang fand ich, als er selber aktiv war, besser als der von Blair sogar, oder ähnlich stark, aber ich fand Blair seine Bälle zumindest besser als die von Abdul. Deshalb meine Streichkandidaten Abdul und Can. Ich glaube, Can hat jeder, oder? Can haben wir alle. Ja. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Du hast nicht Blair, ne? Du hast nee, ich habe Arif. Ne? Ich fand Arif aber noch gut. So. Ich fand den aber Deutschland um 19? Ja, das hochgegriffen, aber ich fand ihn so linker Fuß. Ich kann mir was vorstellen. Ja, bei Kosovo kann es echt sein, dass er auch bei Kosovo spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nationalmannschaft ist bei Kosovo, so von der Qualität her. Aber so ein großer Albaner auf jeden Fall, Shqiptar. Zur Info, ich habe noch U16 und U17 Deutschland gespielt, also für die Jugendnationalmannschaft. Okay. Und dann bist du nach Kosovo, bin ich jetzt erst im November meine ersten Länderspiele gemacht. Die haben halt ganz halt angerufen. Ich hatte halt immer noch die Hoffnung gehabt für Deutschland. Aber jetzt habe ich mich für Kosovo entschieden, weil ja auch meine Eltern dort geworden sind. Und ja. Er hat einen guten Abschluss, muss ich sagen.
Abdul, war sein Durchgang war auch gut, aber die Diagos waren, boah. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr recht. Mit den Diago-Bälle war auf jeden Fall sehr, sehr Schmutz. Aber diese Bälle sind auf jeden Fall sehr, sehr platt. Du kannst mir auch glauben, du kannst auch anfassen. Aber die anderen haben doch auch die gleichen Bälle genutzt. Jeder hat doch die gleichen Bälle. Ja, so. Das ist genau, wenn ich sage, der Kunstrasen aber ist auf einmal. Er ist der Jüngste, ne? Könnt ihr den neuesten EM-Ball hinstellen? Dass wir, also ich kann diese Ausreden nicht mehr hören. Guck mal, wir reden über Nationalspieler, oder? Das waren ja, normale, einfache Bälle. Du redest doch nicht über den Ball, dass du den Ball schlecht redest. Na, die, Abdul, nichts, die Ausrede lassen die Bälle. Sayan hat super Bälle gespielt, Antonio, alles. Hätten ja auch sagen können, platte Bälle. Ich glaube, es ist die grundlegende Technik, die bei den, egal welcher Ball, das ist nicht böse gemeint, aber egal welchen Ball wir dir hinstellen würden, es wird nicht besser werden. Du hast es gut gemacht im Dribbling, alles super. Ich glaube auch, dass du ein guter 1 gegen 1 Spieler bist, aber die englischen oder die Diagonalbälle, die kannst du nicht gut spielen. Und das haben wir aus den Durchgängen schon gesehen. Und ich glaube nicht, dass es ansatzweise am Ball lag, sonst hätten die anderen auch schlechte Bälle gespielt. Die haben aber gute Bälle gespielt. Ja, also, was sollen wir jetzt machen? Nochmal? Ich habe meine Entscheidung getroffen. Hast du das gewählt? Ich habe Abdul und Can gewählt. Aus dem Grund nicht, weil Abdul und Blair fand ich vom Durchgang her ungefähr gleich stark. Waren beide gut, aber Blair seine Bälle waren besser, Diagonalbälle waren besser als die von Abdul, deshalb für Abdul. Die Diagonalbälle waren schon jetzt ein bisschen Schrott und so. Aber ich sag mal, so ein 1 gegen 1 könntet ihr auch ein bisschen besser sehen, wer jetzt vielleicht die Chance nach vorne kriegt. Liegt nicht an mir, ihr müsst entscheiden. Weil ihr wollt, also, könnt ihr sehen. Mir ist es egal. Wegen mir nein. Also ich habe meine Entscheidung, die ist meine. Ich kann es auch gerne sehen, mir. Ich mag eh nicht mehr dieses, ich habe es vorher schon gesagt, ich mag das nicht, dieses um Chancen. Wegen mir nein, aber wenn ich lasse mich gerne überstimmen, wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt noch eine Chance geben, macht, aber wegen mir nein. Aber endet es jetzt was an der Entscheidung? Ja. Weil eigentlich... Sorry nochmal, aber wir können ja noch einmal 1 gegen 1 machen und dann siehst du nochmal die Bälle. Ja, ich brauche eigentlich nichts zu sehen, aber wenn die Jungs unbedingt wollen und wenn die sagen, ey, die wollen euch eine Chance geben, ich will nicht der Herzlose alleine sein, aber ich sag das mir wegen mir nicht unbedingt. Nee, dann macht der gleich eine krasse Runde und dann aber gerade in der Runde, wo jeder eigentlich abliefern musste, also wir haben nicht so krasse Fragezeichen im Kopf, von meiner Seite aus auch, muss nicht sein. Ich bin euch ehrlich, ich komme von Schwerte, vielleicht habt ihr auch schon gehört, ich bin seit 3 Uhr unterwegs und wollte auf jeden Fall was hier zeigen. Wo ist Schwerte? Schwerte ist 40 Kilometer weit noch von Dortmund Richtung Sauerland. Ich bin auf jeden Fall sehr weit gefahren. Ich hatte auf jeden Fall nicht so genug Schlaf auf dem Zug. Der eine hört Musikbox, ich konnte auf jeden Fall nicht so gut schlafen. Ich weiß nicht, wenn du mich um 4 Uhr morgens wächst und sagst, spiel mal einen Diagonalball, dann hast du ja trotzdem die richtige Haltung. Mir hat nur seine Haltung nicht gefallen. Aber wenn ihr sagt, auf jeden Fall bereit, gegen den Jury zu kämpfen. Wir sollen nicht kämpfen, ne? wenn ihr wollt, mir ist es egal, ey, ich bin offen. Ja, dann entscheid du, Bro. Das ist dein Format. Bruder, das ist mein Format, ist mal leicht gesagt, mach du mal. Der hat jetzt richtig kämpft, entweder du gibst ihm die Chance. Ja, ich fordere dich heraus. Mich forderst du heraus? Ja. Was hab ich gemacht? Bitte lass mich. Also ich bin alt, Bruder, ich brauche noch nicht Fußball spielen, aber... Spiel mal gegen ihn jetzt, Mann. Komm, spiel du kriegst einmal offensiv gegen Sayan und einmal defensiv gegen Sayan. Ich will nur, dass, weil Sayan für mich auch mit einer der Stärksten war, werde ich dir sagen, dass er... Okay. Du wolltest ja dich gegen den Besten. Alles gut. Gegen einen der Besten. Und für mich ist Sayan mit einer der Besten. Gib den Jungen auch noch mal eine Aktion, den Can. Nicht, dass er da verzweifelt da steht. Gib beiden ein. Beide gegen den Besten könnt ihr mal... Dann könnt ihr euch gegen den Besten mal messen. Warte. Ah, egal. Mach. Zwei Aktionen. Was war ich mit der Hand? Ich weiß nicht, ihr wollt nur Ronaldo machen? Ja. Mach mal weiter. Ich bin so hektisch. Er ist hektisch auf jeden Fall. Ja, ja. Okay. Aber nicht schlecht. Mach doch gut rechts zu. Guck mal, diese Shabab-Habi. Reich. Willst du noch, lass ihn einmal verteidigen noch und dann. Das ist halt Außenspieler, der kann halt nicht so gut verteidigen, wahrscheinlich wie ein Verteidiger. Guck mal. Der Ball ist. Ist oh, das sind doch keine Flanken, aber die haben. Oh, der ist gut. Okay, reicht schon. Oh, hat er gut gemacht, aber. Aber wie so soll ich mal aufstehen, einen englischen Ball zeigen, wie man... Ja, das meine ich ja. Also, warte mal. Aus dem FF kann ich dem... Ich rede mit meinem Fuß. Sam, wir wollen keinen Zweikampf mehr. Spiel mal nur diagonalen Ball. Nur diagonalen Ball. Nee. Nein, Bruder... Willst du machen? Mach, zeig. Mach du. Warum ich? Du bist Profifußballer. Nein, Bruder, ich war nicht. Dennis, zeig bitte einmal. Zeig mal bitte. Ja, das krieg ich. Nein. Es reicht nicht. Ich weiß nicht, meine Füße. Martin hat dir nichts getan. Schau mal auf, zeig mal bitte an. Oh. Nein, Bruder. Oh. Nein, zeig du. Wir zeigen einmal die Laceboard. Du zeigst eigentlich, zeig. Ja, geh. Du zeigst ich auch. Zeig okay, warte. Lass bitte einmal nur. Ich zeig's. Jetzt bin ich gespannt. Ich sag, guck mal, ich bin 6. Ligaspieler, ein Fußballer gewesen. Weißt zeig mal dein T-Shirt. Du hast ihn relativ unkontrolliert ständig so gespielt. Weißt du? So hoch. Wir wollen da Druck hinter haben. Das heißt. Nicht mal gespielt. Sayan, kannst du mal? Ja. Ah, der ist gut. Sehr gern.
eigentlich ist das, ich hoffe, das funktioniert jetzt, aber ich will. Boah, mein Dear Land, sechs, Abo. Nein, sechste Liga Herren. Weißt du, das war Max. Ich spiele Delay Sports Kreisliga B. Ich bin froh, dass das funktioniert hat, aber. Ist er nicht raus? Nicht raus, nein. Ich würde ihn noch weiterlassen. Und du bist gerade raus, wegen Deutschland. Ja? Ja, safe. Ja, danke, das reicht. Er ist auch nicht drauf. Kein geiler Ball, aber den nimmt er. Auch kein guter Ball. Aber den pflückt er echt nicht verkehrt. Boah, das ist aber cool. Ja, alles gut. Jan, alles gut. Warte, Antonio, zeig mal bitte einmal nochmal Körper bitte für Cam. Guck mal, wie trocken. Alter, wie deiner stärker, Bruder. Das ist Antonio Rüdiger, Digga. Du willst dich zeigen? Ich will. Du hast stabile Bauch. Das stimmt. Auch Brust, boah, der ist High One, ne? Denke ich mal Spaß, der ist ein richtiger Ochse. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass der so richtig so diszipliniert Krafttraining, Ernährung und so. Also habe ich viel gemacht, aber. Oder so, er ist. Kann man sehen, oder? Nicht vor Kamera. Nicht vor Kamera. Ja, also. Ja, okay, jetzt Stechen gesehen. Bleib bei meiner Meinung. Ich bleib auch. Also Abdul und Jan leider. Sich alles nur noch bestätigt. Ich bleib bei Jan, Abdul und Blair hatte ich. Ja, die beiden. Abdul Jan sagst du also? Ich sag auch Abdul Jan, ja. Abdul Jan. Lass uns den gemeinsamen Nenner nehmen. Also wenn wir zwei Namen haben, die alle überall draufstehen, dann lass gar nicht. Er hat jemand anderes, aber wir drei haben alle. Abdul und Jan. Ich bleib bei Abdul Jan. Also Abdul Jan. Ja. Und so. Jamie wollen dich nicht überreden, denn du hast. Nein, ich bleib bei Arif und Jan. Okay, aber dann haben wir 3-1 dich überstimmt. Ja, dann. Nein! Aber das waren jetzt mittlerweile auch 6 lange Bälle. Ja. Bro, vielleicht bist du der Pro, dann liegen wir falsch, aber wir können ja nur das bewerten, was wir sehen. Dann liegst du schon falsch. Oh. Okay. Oh. Ja. Jetzt hast du nochmal. Sollen wir noch eine Runde machen? Ich weiß nicht, der redet so viel, deswegen. Ja, der ist 16. Also du willst ihn weiter sagen? Nein. Will ich nicht. Wo spielst du Fußball im Verein? Verein? Levante, Spanien. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Wie heißen die? Levante. Ja. Spanien. Sag mal Levante oder sag mal Levante? Levante, auf jeden Fall beides das gleiche Jobs, aber du spielst da. Okay. Ja. Welche Liga? Dings der erste, B. Wie heißen die? FC oder wie heißen die? Hä? SV Leventi. Wie? FC Leventi. Aber Leventi. Die sind in Spanien. Ja. Aber das ist nicht. Heißen die nicht UD oder? UD, ja, genau. UD Leventi. Nein. Nee? Sicher? Also ich kenne UD Leventi. Ich kenne vor allem Leventi nicht. Ja. Bro, lassen wir uns jetzt nicht so verunsichern. Willst du jetzt gleich sagen, ich liebe dich oder so? Aber es haben wir so FC Leventi heißt. Na, alles gut. Nein, du musst nicht. Was kann ich googeln? Nein, Google ist hier Levante, nur Levante. Ich akzeptiere auf jeden Fall, was ihr sagt, aber ist auf jeden Fall nichts, das hat jetzt nichts mit lange Bälle zu tun, aber wenn es um lange Bälle geht, dann halt geht es halt um lange Bälle. Ja, die heißen UD Levante. Ja. UD Levante? Ja. Also mit Spitznamen habe ich eigentlich gar nichts zu tun, aber Levante heißt eigentlich. Oder ich sag dir ehrlich, wenn du beim Verein spielst, dann musst du den Namen wissen. Das ist wie wenn ich sage Stuttgart und ich würde sagen FC Stuttgart. Aber ich spiele ja seit 9 da. Ich würde halt 9 ja, dann musst du das doch erst recht wissen, dann hast du doch ganz deinen Kontakt mit dem Verein. Jetzt gerade seit Neuestem. Aber wenn du auch sagst, wo spielst du Dortmund, sagst du auch nicht Borussia Dortmund, so Dortmund. Ja, aber so wenn man dich dann fragt, dann sagst du ja auch nicht FC Dortmund. Das sind verschiedene Sprachen, so ich weiß sowas nicht. Also jetzt ehrlich, also das ist meine Meinung. Also, lass mal dieses ganze Gerede mal auch weg. Fußballerisch für mich bleibe ich Abdul Jan, das meine ich. Es geht auch die langen Bälle, Libanon. Er ist jung, ich fand dich nicht schlecht, nicht falsch, also verstehe mich nicht falsch, ich fand dich nicht schlecht. Aber könnte sogar sein, Libanon U17, weil ich das Niveau 0,0 einschätzen kann. Aber ich sage, im Verhältnis zu den anderen, du hast ja noch mal eine Chance bekommen. Und trotz der Chance war das jetzt nicht ein Feuerwerk, wo ich gesagt habe, oh, den Jungen will ich noch mal weitersehen. Ist ja schon mal passiert, wo ich gesagt habe, Stechen und der Junge hat auf einmal komplett performt, dann ist einer weitergekommen. Nach wie vor sage ich nein. Da war Sayan zum Beispiel, auch klar ist er älter. Aber das ist, dabei habe ich mehr Vorstellungskraft. Eine Offensivaktion auch easy vorbeigekommen und so. Das hat er in 2-3 Aktionen nicht gemacht. 4 Jahre Unterschied, ja. Ja, das verstehe ich ja auch. Aber wir können ja auch nur wenn du wenn du 4 Jahre mehr trainierst als ein anderes, natürlich siehst du natürlich den größten Unterschied schon. Hat er ja recht mit dem Alter, okay, 16 Jahre ist jung, aber... Ja, das Alter ist sowieso, das ist 100%. Da würde ich dir sogar recht geben, ja, aber trotzdem, Vorstellungskraft, glaube ich dir das irgendwie nicht. Von wo bist du hingewechselt? Hä? Von wo bist du da hingewechselt? Also ich habe hier in Deutschland gespielt. Wo? In Neheim, vielleicht habt ihr gehört, Neheim. Mein Vater, Freund, der meinte, du hast auf jeden Fall Potenzial. Potenzial oder wie das heißt auf jeden Fall? Potenzial. Ich bin dann dahin gegangen. Also mein Vater, der hat auf jeden Fall sehr viele Videos von mir gepostet auf Facebook, Insta. Dann bin ich dahin gegangen für einen Monat. Also einen Monat war ich da
Ich habe da Probetraining gemacht, auf jeden Fall, ich wurde angenommen, Vertrag gemacht, jetzt spiele ich da. Wenn das stimmt, Respekt. Das kann ja auch sein, aber ich sag dir, mit wenn das stimmt, FC. Respekt. Abdul, verstehe mich nicht falsch. Kann ja, sogar also wegen lange Bälle, ich check das jetzt nicht so. Ja, für mich ist er raus. Ich bin keine Weiterin. Du bist so trocken. Ja, das Reden bringt nichts. Bringt für mich auch nichts. Ich bleib dabei, aber Dankeschön, Jungs. Ja, ehrlich, jetzt nicht böse nehmen. Abdul, Can, Dankeschön. Dankeschön. Freunde, an dieser Stelle muss ich mich schon fast bei euch entschuldigen, dass wir diese Diskussion nicht noch früher gestoppt haben. Aber ja, es gibt dann immer so ein paar Kandidaten, die dann noch ein bisschen mehr diskutieren wollen. Ist halt so. Jetzt geht es aber wieder weiter mit Fußball, das, worum es hier geht. Challenge Nummer 2, bevor wir zu dieser Extrem-Challenge kommen, die kommt später, machen wir erstmal die Five-Shot-Challenge. Da haben wir ein paar mehr Aktionen und später wird es, wie gesagt, eine wilde Challenge nochmal geben, wo es richtig extrem wird. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Five-Shot-Challenge. Arif, gerne, Deutschland, U19. Aber auch nicht platziert, nicht schossen. Einbruch, Mann. Ja, passiert. Warte. Nein, nein, geht. Alles gut. Nee, der hätte ich doch nicht schwach. Der hat eine gute Schuss gegeben. Hat er auf jeden Fall. Du musst ja nicht mal alle treffen, aber eine gute Schuss gegeben. Das ist ja Linksverteidiger, ne? Ja, nein, der gleiche Ball. Genau der gleiche Ball. Der hat richtig geschmissen. Guter Ball. Oh, starker Ball. Arif, super, ey. Weil er hat es voll gebrochen. Sehr, sehr gut. Arif. Okay, Seyan, ready? Türkei U21 Nationalspieler. Bin ich gespannt. Oh. Er ist 1 gegen 1, Seyan? 1 gegen 1. Er ist 1 gegen 1, der mittlere Ball? Hier, mittlere. Ja, ja, genau. Geh ins Dribbling. Ja. Oh ja. Kannst dir Zeit lassen, ne? Hast gar keinen Stress. Ganz entspannt. Den macht er gut. Links. Ja, ist links. Okay. Der schwache Fuß ist immer was anderes. Hey, ist auf dem Ball? Ah, ne, er ist Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht, wie es mit schwachem Fuß ist. Ja, ja, ich dachte, er ist Linksverteidiger. Dann. Sehr schön, Seyan. Sehr, sehr schön. Gut ausgeguckt. Wieder untergetaucht. Gut, ja, Seyan. Der ist gut, ja. Aber der ist niemals 18, sondern der ist 35. Lächelt so viel Stress. Gut. Der Power, Bro. Gute Bewegung. Sehr schön, Antonio. Der Horn ist schlecht. Gefällt mir, wenn man. Ich finde den gut. Auch das war okay. Nur ja. Liebe. Nimm nochmal mit. Guter Touch. Nochmal. Schieß nochmal, jawohl. Oh, Nachschuss. Naja, okay, Antonio so. Reicht mir auch. Danke, Antonio. Auch von der 3 auf die 2. Ein, gleich ein. Okay, Blaert. Der einzige Stürmer wurde gerade schon gesagt. Die Scheiße. Du hast die letzte Woche 5-1 verloren. Ja, ne? Die haben jetzt gegen die Nächsten. Aber nicht so Vollgas, weißt du, die waren eh schon weiter. Roman ist verletzt. Boah, die müssen in der Liga was gut machen. Ja, ich weiß. Die gegen euch jetzt verlieren. Tuchel ist raus. Aber ich spiele aktuell besser, ein geordneter. Da ist irgendwas dahinter. Wenn es nach dem geht, wir hauen die weg. Ja. Wenn es nach dem geht. Aber Bayern ist halt immer anders. Wenn die sauer sind, auf einmal die gewinnen sie ja, genau, die sind sauer, das ist das Problem. Oh, stark. Wir reden über Bayern München, aber macht ja, der macht gute Dinge, ich sag doch. Er spielt bestimmt Stürmer so. Ja, den kann man jetzt nach dieser Runde nicht rausfinden. Ja, der ist gut, er ist ein guter Fußballer. Ich glaube, das ist jetzt gerade, oder? Stell dir mal vor, er hätte, jetzt, hätte eine Statur wie Jamie zum Beispiel. Oder? Dann will ja, über was ganz anderes reden. Der kann zocken, der Mann. Der hat auch irgendwas mit Kosovo zu tun gehabt. Aber jetzt nicht mehr. Irgendwas hat er damit zu tun gehabt, 100%. Ich sehe ihn irgendwo so Oberliga. Ja, jetzt. Regionalliga. Aber, weil er so sauer. Diesen Schuss habe ich gemacht, mein Ausmaß. Der hatte eine richtig gute Jugendausbildung, 100% irgendwo. Irgendwas mit Nürnberg, Kosovo, irgendwas hatte der und jetzt nicht mehr. Oder Deutschland, hat er gesagt, kann sogar sein. Okay, der Mann mit den kurzen Ari. Socken. Arin. Ja, ja. Glaub mir, der ist gut. Ich weiß, der ist ganz komischer Spieler, aber der ist gut. Das ist auch, glaube ich, auch nicht so groß. Ne? Ja, eben. Ja, der könnte. Ist 19, 18. Schön gut gehalten.
Aber das Problem ist Iran, Kosovo und Türkei, das ist alles so, kann wirklich sein. Außer Deutschland halt nicht. Aber Türkei ist ja auch schon stärker, oder? Hm? Ja, aber er ist ja auch gut. Du siehst ja, er hat Qualität. Aber ich wollte sagen, Türkei U21 ist jetzt auch nicht so klein gegriffen, wie gesagt, scheiß drauf, weißt du? Türkei ist gut, U21 ist gut. Da sind Spieler dabei, Bruder, die spielen, keine Ahnung, bei Manchester United und so gefühlt, so weißt du, dann kommt die Türkei. Das sind gute Spieler, du musst gut sein, um da zu spielen. Aber der ist ja jetzt auch nicht schlecht. So, Freunde, müssen jetzt eine finale Entscheidung treffen, was heißt Finale? Jetzt eine Entscheidung treffen und einen rauswählen. Wer möchte anfangen? Casey, Jamie? Ich habe davor angefangen, jetzt jemand anderes. Achso, okay, dann. Soll ich anfangen oder dazu? Komm, Dennis, danach fängt Casey mal an. Ja. Also. Ihr wart alle gut, aber ich glaube, der mir am wenigsten gefallen hat, war Arif. Aber nur weil du gesagt hast, dass du für Deutschland nur 19 spielst, da habe ich halt, ist eine hohe Messlatte. Und deine Schusstechnik ist gut, aber ich weiß nicht, du warst von allen anderen meiner Meinung nach der Schwächste von denen gerade. Ich gehe auch mit Arif. Ich kann es auch weitestgehend erklären. Also Blaert hat diese Runde für mich auf jeden Fall wieder aufgeholt, hat viele Tore gemacht. Und natürlich, du bist auch der Älteste, bist auch Stürmer. Es war ein bisschen abzusehen. Nach wie vor finde ich, Seyan und Ari sind meine Favoriten. Haben auch einen guten Durchgang gehabt. Und Antonio würde ich mir noch gern noch eine Runde angucken, weil diese Runde war eigentlich auch sehr souverän. Also auch Arif. Bei mir ist auch Arif. Du hast bei mir eine 2- bekommen. Leider die schlechteste Note. Deutschland U19 ist schon schwer. Und da sehe ich dich jetzt irgendwie nicht. Du hast auch da gespielt, ja, oder nicht? Ja. Also ich glaube, als Linksverteidiger muss ich jetzt nicht der torgefährlichste Spieler sein. Ich bin jetzt auch kein Stürmer, ich bin linker Verteidiger. Das stimmt, also ja. Hat er recht. Er hat auch einen guten Argument. Erstens, ich schlage alle Standards. Also mein linker Fuß ist für mich auch eine Waffe. Und zweitens bin ich davon ausgegangen, dass wir auf großen Toren sind, nicht auf kleine. Und dementsprechend, wenn man davon sagt, okay, der und der haben so viele Tore geschossen und ich habe so viele Tore geschossen. Klar schießen Stürmer mehr Tore als ich, aber wenn ich mal ein Tor schieße, dann wahrscheinlich eher aus, keine Ahnung, 20, 25 Metern. Oder wenn ich mal Glück habe bei einem Konter, dass ich mit nach vorne dabei bin, aber ein Stürmer macht wahrscheinlich im Spiel 8, 9, 10 Torschüsse und ich als Linksverteidiger, wenn überhaupt 1, 2. Hast du recht, 100%, aber wir sagen ja nicht, wer mehr Tore gemacht hat. Zum Beispiel unser U21 türkischer Nationalspieler ist auch Außenverteidiger, Antonio ist auch Außenverteidiger. Und wenn ich das vergleiche, warst du, dein linker Fuß, du hast echt einen starken linken Fuß, muss ich sagen. Die waren noch einen Tick besser als du. Und ich muss ja immer nur anhand der Challenges gucken, oder wir. Und die waren meiner Meinung nach ein bisschen souveräner. Hätte Antonio jetzt nur die erste Runde gesehen, hätte ich vielleicht Antonio rausgewählt. Aber die zweite Runde war halt, nachdem wir ihm gesagt haben, er soll mal einen Chip rauflegen, war er viel besser. Und deswegen will ich dich raus. Also er ist gut, er ist richtig gut. Ich glaube aber, ich hätte ihn auch nicht rausgewählt. Ich sage ehrlich, ich hätte so, auch wenn Blaert krank geschossen hat und auch eine super Technik hat, aber dieses Gesamtpaket, ich glaube in Deutschland, Kosovo, irgendwann hat er mal gespielt, jetzt aktuell nicht. Weißt du, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, hätte ich eher Blaert rausgewählt und Arif, Deutschland ist sehr hoch gegriffen, U19, aber er ist spannend, so weißt du, und sein Fuß ist spannend und ich hätte ihn gerne in so Duellen gesehen. So. Aber das ist ja deine Entscheidung. Ich selber wähle Blaert raus, die anderen fand ich zu authentisch, Seyan vorneweg. Antonio, so Türkei ist eine verrückte Geschichte, muss ich nachher noch hören. Aber ich hätte Arif auch weitergelassen und da ist einfach dieses, man muss ehrlich sein, diese gesamte Statur, finde ich, Kosovo U21 muss auch ein guter Fußballer sein, sehe ich ein bisschen schwieriger. Deshalb hätte ich eigentlich Blaert rausgewählt. Aber ihr bleibt ja alle bei euren Entscheidungen, glaube ich. Ja, auch. Du hast auch Arif. Du auch. Ja. Wegen alle einfach nur wegen Deutschland, hätte jetzt Türkei gesagt, dann wäre es wieder was anderes gewesen. Ja, ist interessant. Ich bleibe. Ja, ich könnte ja weiter. Für mich bist du weiter, aber ihr entscheidet final. Kann man jetzt noch eine Challenge machen? Wenn du ein Stechen sehen willst zwischen den beiden. Die Challenge jetzt angebrachter wie die Challenge davor. Ja, auf jeden Fall angebracht. Aber weil ich bin tatsächlich auch, also wenn ich eine zweite Stimme abgeben müsste, wäre es Blaert wegen der Runde davor und wegen dieser Statursache. Also wegen Kosovo und weil du sagst Statur und so. Der Kosovo-Fußball ist ja darauf prädestiniert, einen bulligen Stürmer zu haben. Du bist bullig. Ein Stürmer, der Bälle festmacht. Bist du. Und es ist halt mein ganzes Leben. Ich mache nichts anderes. Du warst. Ich spiele auch dementsprechend mehrere Positionen. Bei dir lege ich mich sogar fest. Ich sage, du hast da was zu tun gehabt mit Nazio Kosovo. Hast oder hattest in der Vergangenheit. Aber jetzt aktuell glaube ich dir das nicht. Wie gesagt, ich wurde oft angerufen. Ich war ja jetzt im November, habe ich meine ersten Länderspiele gemacht. Du wurdest auch oft. Ich glaube dir alles. Ich weiß, ich glaube dir das. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube es jetzt aktuell nicht. Und ich glaube, Arif ein Ticken. Deutschland ist hochgegriffen, aber warum nicht? Wie gesagt, ich habe ja auch nicht umsonst für U16, U17 Deutschland gespielt. Auch das ist vielleicht sogar möglich. Auch das kann sein. Ich habe nur eine Kurzfrage. Wollt ihr den Stechen sehen? Dann können wir den Stechen machen. Aber zwischen wen? Arif und Blaert. Dass wir offensiv gegen. Ja, komm.
Komm, mach mal ein Stechen. Ja, das ist wenigstens was. Demokratie. Seyan, Antonio und Arin sind dann weiter. Man spielt super Bälle. Hat es aber auch gut. Muss man ihn lassen. Nein, Bruder, der ist raus. 100% aus Arin raus. Ein noch, der ja. Der hat so schlecht verteidigt, Bruder. Ich verteidige das. Guter Ball. Bälle spielt er super. Ja, jetzt. Was macht er dazu? Jetzt macht er besser. Man hat gemerkt, er wollte was machen. Er wollte. Durch die Beine schießt er gleich. Er macht keinen Fuß durch die Beine. War so klar. Er hat richtig auf den Moment gewartet, ne? Das sind halt zwei Angriffe, zwei Tore, ne? Einmal tauschen. Wie er gerade ist. Boah. Cutterball. Ah, ja, okay, er kann halt auch nicht verteidigen, ne? Aber es war nicht schlecht. Aber das Einzige, was irgendwie richtig war, dass er halt einen starken Fuß drüber hat. Ja, ja. Er ist trotzdem nur durchgekommen, natürlich. Aber. So, Freunde, müssen eine finale Entscheidung treffen. Für mich ist meine Entscheidung, ihr habt jetzt mich überstimmt. Ich sag auch, beide sind es nicht. Ne? Ich sage, Arif ist es nicht, aber Blaird auch nicht. Aber Blaird hat mich für den Moment auch mehr überzeugt jetzt. Und gehe mit Blaird mit für eine Runde weiter auf jeden Fall. Ich bleib bei meiner Meinung. Ich fand, du hast es nicht gut verteidigt. Du hast ihm den starken Fuß nicht zugemacht. Du hast ihm beide Seiten angeboten. Du standest so zentral. Und als Verteidiger lernt man, wenn du raufgehst, dass du ihm den schwachen Fuß anbietest. Und du weißt, du hast jetzt gesehen, dass sein starker Fuß rechts ist. Und du hast ihm den rechten Fuß angeboten. Deswegen bleibe ich leider bei dir. Casey? Ich bleibe auch dabei. Ich glaube auch, ihr seid beide nicht, so wie Diara das gesagt hat. Blair hat zweimal angegriffen, zweimal Tor geschossen. Für den Moment besser. Aber ich würde jetzt auch erstmal mit Arif gehen. Sehe ich genauso. Blair hat zwei Tore geschossen. Arif nicht so gut verteidigt. Aber trotzdem guter linker Fuß. Deswegen, aber trotzdem Arif raus. Danke dir, Arif, ja, fürs Mitmachen. Maschine. So, Freunde, war auch wieder eine schwierige Entscheidung. Kommen wir direkt auch zur nächsten Challenge. Wollen auch nicht so viel labern. Kommen wir da direkt zu den Duellen und danach kommen komplett die zwei letzten Challenges. Werden die neuen Challenges sein und eine extremere Challenge, die euch gefallen wird. Aber jetzt erstmal die 2 gegen 2 Duelle. Ari, fang an. Guck mal, hat gar nicht auf mich gehört. Gut. Gut, Ari, guck mal, wie klein der ist. Der ist richtig nervig. Aber mal eine richtig lautstarke Folge. Gut, Seyan, super bewegt. Guter Laufweg. Sehr, ja, schön. Reicht. Seyan, gut. Aber nochmal. Arin aus Iran, auch so ein richtig nerviger Typ, weißt du? Spiele auf, ja. Auf Blatt. Oh, stark. Der Junge gefällt mir. Super gespielt. Gutes Timing. Ja. Gut, Seyan. Sehr, sehr gut. Stark. Super gelaufen. Gut. Oh. Ah. Aber hast du gesehen, wie er den auch nochmal runtergeschickt hat? Ja, den macht er gut. Sein Kontakt Chemie, ne? War super. Spielt den gut. Nein. Ja. Seyan, keine Kompromisse. Ari, keine Chance. Ah, da darf er nicht hinlaufen. Bruder, der muss den Raum. Komplett durch. Ja, genau. Boah, schlecht aber. Ja, Mann. Seyan. Gut, Seyan. Und vorbei, Kamera. Oh. Okay, jetzt Blatt. Was los? Oh, Seyan. Blatt. Ich bin Blatt, geil, Bruder. Guck mal, wie viel Dings machen wir im Durchgang? Gib ihm noch ein, zwei. Aber leider sollen wir auf Antonio spielen. Ja, kriegt er jetzt. Ja, er tauscht jetzt. Gib ihm auch noch mal zwei Aktionen. Er hat jetzt dreimal. Oder der hat einen Pressing oder Geistkrank. Gut, Antonio. Gut. Oh, schöne Bewegung. Das ist zu viel. Der hat gute Bewegung, aber. Ich hab noch nie so laut. Der übertreibt nicht so viel zu reden, ne? Oder der schreit auf einmal überragend. Atmen, Blair. Gerne. Er macht mit links jetzt. Oh, jetzt. Er will uns seine Technik zeigen. Hat er auch gezeigt. Kameras auseinandernehmen. Oh, Antonio! Ey. Gut! Ich brauche noch eine Aktion. Reicht. Gib mir noch eine Aktion, ja? Eine Aktion noch, sehr gut, Antonio. Antonio, nimm du mal bitte noch einmal den Ball an, ja? Aber wir haben ja noch zwei Challenges. Oh, schön! Boah, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall spannende Runde.
Ich müsste echt noch überlegen, wen ich rauswähle, aber wir können uns erstmal die Stories anhören. Antonio, fangen wir mal an. Einfach dein Fußball-Werdegang und wie der Anruf kam zur Nationalmannschaft, Türkei vor allem. Sehr kuriose Geschichte. Erzähl mal. Genau. Also natürlich, viele schicken sich und denken sich so, hä, wie kann das sein? Also ursprünglich, meine Eltern sind aus Angola. Die waren dann in Flüchtlingsheim in der Türkei, in Istanbul. Ja, war viel los. 2005 bin ich dort geboren. Hatte eigentlich mit der Türkei nicht wirklich viel zu tun gehabt. Sind wir dann hier nach Heidenheim, das ist ein kleines Dorf bei Stuttgart. Hab da in Jugend, habe ich da direkt in Heidenheim angefangen. Also in der Jugendabteilung bei der U6, da ist es noch nicht leistungsorientiert. Erst später ging es dann langsam nach Leistung, genau. Und ja, dann hatte ich ein paar Kollegen gehabt, wie es dann zur Nationalmannschaft kam. Die haben sich halt geschickt, die so, hey, wie kann es sein, du bist in der Türkei geboren und so. Ey, lass dich mal connecten mit der türkischen Nationalmannschaft, genau. Und ja, da halt, ging es halt über meinen Vater. Der hat da ein bisschen Kontakt gehabt mit der türkischen Community in Deutschland. Genau, und dann kam es halt schnell, hat mich der Eren Ayhan hat mich dann angerufen gehabt. Und ja, ich war halt baff, weil ich meine, für Deutschland, der Anruf kam nie, Angola kam nicht. Und da dachte ich mir, ey, wann kann man überhaupt im Leben Nationalmannschaft spielen? Genau, und ja, hab da ein Debüt gemacht, haben da gegen Georgien gespielt, haben da 5-0 gewonnen. Hab da eher weniger gespielt, da kam ich glaube in der 80. Minute rein, aber für mich natürlich brutales Erlebnis, genau. Und dann mit der U21 war ich beim Ayhan Atakan. Der war da noch Trainer bis Februar und dann kam ein deutscher Trainer neu für die U21, genau. Und bei dem wurde ich halt bis jetzt noch nicht berufen, aber. Wie heißt der? Ja. Wie heißt der Trainer jetzige? Das ist ein deutscher Thomas Sieb, so ist Thomas so in die Richtung. Ich weiß nicht ganz sicher, aber so in die Richtung war das, genau. Okay. Ja. Wann hast du angefangen in der Nationalmannschaft? Türkei zu spielen, welche Jahre? Das war 21-22. Einfach, aber perfekt erzählt. Ne? Richtig gut erzählt. So gestikuliert. Ich glaub ihm das. Ja? Ich will es glauben. Danke, Antonio, ja? Stark. Ist Seyan interessiert mich jetzt? Guck mal, Seyan, ich habe die ganze Zeit, während er erzählt hat, habe ich zu Seyan rüber. Er hat sich kaputt gelacht. Genau, ich habe das Fußballspiel angefangen beim FV Kallstadt in der Jugend. Das ist in Unterfranken. Und da war ein Hallenturnier. Da ist Kickers Würzburg auf mich aufmerksam geworden. Und dann bin ich mit 13 Jahren zum Kickers Würzburg gewechselt. Und dann hat mich der FC Ingolstadt kontaktiert bei der Nordbayern-Auswahl. Erst war die Frage, ob mich meine Familie alleine lässt. Die haben sich halt dagegen entschieden. Das waren halt 250 Kilometer. Ja, die ersten 3 Monate, mein Papa hat mich halt jeden Tag hin und her gefahren. Das sind am Tag 500 Kilometer gewesen. Meine Eltern wollten mich einfach nicht alleine lassen. Dann haben sich meine Eltern dazu entschieden, mit der ganzen Familie nach Ingolstadt zu ziehen. Und dann habe ich dort ein Jahr gespielt. Dann war ich auch bei der Bayern-Auswahl. Dann wurde der FC Bayern auf mich aufmerksam. Dann bin ich zum FC Bayern gewechselt, in der U15. Genau, habe dort 2 Jahre gespielt und lief super. Auch natürlich ein geiler Verein. Und in der U17 habe ich mich dann umorientiert. Habe halt 3-4 Jahre lang durch für die Bayern-Auswahl gespielt. Im Leistungskader war auch öfters Kapitän gewesen. Und wie es dann zur türkischen Nationalmannschaft gekommen ist, wir hatten in Duisburg und in Kaisau hatten wir eine deutsche Meisterschaft. Und lief eigentlich auch super. Bis dato habe ich mich nicht entschieden gehabt, für welches Land ich spielen möchte. Als erstes kam halt der türkische Fußballverband und klar, dann habe ich Gänsehaut bekommen natürlich am ganzen Körper, wo ich gehört habe, dass mein Vater angesprochen wurde vom türkischen Scout. Dann habe ich nach dem Turnier gedacht, ja, für was entscheide ich mich jetzt, für Türkei oder für Deutschland? Ich bin davon ausgegangen, dass ich von Deutschland noch ein Angebot bekomme. Dann war Türkei schneller, genau. Und bis zu dem jetzigen Zeitpunkt heute habe ich mittlerweile 20 Länderspiele für die Türkei, 3 für die U21 der Türkei. Wo spielst du jetzt aktuell Vereins? Beim 1. FC Nürnberg in der U23. Bist du mit Willi in der Mannschaft? Er ist auf meiner Position. Wer ist dein Trainer bei Nürnberg? Andi Wolf. Und der Co-Trainer? Andi Nägelein. Wer spielt, du oder Willi, auf der Position? Ich sage jetzt mal so, wir battlen uns auf dieser Position. Bis zur Hinrunde habe ich 13 Spiele, 5 Vorlagen gemacht. Stark. Willi ist halt jetzt Richtung Winterpause dazugekommen, ist aber echt ein super Kerl. Und darüber reden wir ja nicht. Genau. Also, wie viele Jahre spielst du für die türkische Nationalmannschaft? Mehr als ein Jahr? Klar. Hattet ihr einen Trainerwechsel im letzten Jahr oder so? Bei der Nationalmannschaft, genau. Tolunay Kafkas war unser Trainer bei der U21. Ja. Dann kam der Deutsch-Türke Levent Sürme. Genau. Nicht Thomas. Aber nochmal zur Frage. Du hast die Frage. Spielst du aktuell oder spielt Willi gerade in Nürnberg? Wer ist Stammspieler? Oder ist das echt, dass der Trainer von Spiel zu Spiel wechselt? Wir battlen uns. Also mehr will ich dazu auch nicht sagen. Okay, alles klar. Wir battlen uns auf dieser Position. Oder bitte, ja. Sag doch, ich spiele. Er ist sehr diplomatisch unterwegs. Ja.
Oder wenn er spielt, dann, kann er doch sein, dass er spielt. Ja, aber okay. Er will sich halt nicht pushen oder so. Danke, die Sayan, ja. Ja. Klingt auf jeden Fall alles sehr authentisch. Ja. Ja, ich bin eigentlich, seit ich klein bin, seit ich 10 Jahre alt bin, im NLZ. Als ich ganz klein war, habe ich hier in der Nähe in Ditzingen angefangen. Dann ist der VfB Stuttgart auf mich aufmerksam geworden mit 10 Jahren. Habe dort ein Probetraining absolviert. Unter 300, 400 Spielern wurden nur 2 Spieler genommen. Und danach, nach 2 Jahren, bin ich leider rausgeflogen. Für mich ist erstmal eine Welt zusammengebrochen, aber dann habe ich Fuß gefasst bei Stuttgarter Kickers, SV Stuttgarter Kickers. Und dann sind viele Vereine aufmerksam auf mich geworden. Nürnberg, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim. Und da ich halt schon bei Hoffenheim halt immer diesen Traum hatte, weil ich da auch mal Probetraining gemacht habe, habe ich mich dann für Hoffenheim entschieden. Das erste Jahr lief überragend. Ich halte bis heute den Oberliga-Rekord in der Jugend mit den meisten Toren. Wurde Torschützenkönig im ersten Jahr. 22 Tore. Kam dann in die U17. Trainer wurde dann Pellegrino Matarazzo. Matarazzo stand nicht am Anfang so auf mich, hat mich dann reingefuchst und irgendwann war ich sein Spieler. Er hat immer zu mir gesagt, du wirst es schaffen, du wirst es packen. Hab auch U16 Nationalmannschaft gespielt, hab mit 16 Jahren Adidas-Vertrag bekommen. Also ich war schon voll ausgestattet. Dann kam ich in die U19, mein Trainer war Marcel Rapp, zu dem ich leider kein gutes Verhältnis hatte. Menschlich haben wir uns einfach nicht verstanden. Ich habe Fehler gemacht, er hat Fehler gemacht. Aber ich habe mich reingekämpft, super Vorbereitung gespielt. Ich habe mich dann ganz am Anfang der Saison verletzt im Knie. War dann 7 bis 8 Monate raus. Dann wollte ich unbedingt zum zweiten Jahr in der U19 wechseln. Hoffenheim hat mich nicht gelassen. Dann bin ich trotzdem geblieben, habe mich reingekämpft. Und dann Maxi Bayer, kennt ihr es jetzt gerade bei Hoffenheim, startet komplett durch. Hat sich dann meinen Platz ergattert. Aber da ich noch Vertrag hatte für die U23, bin ich jetzt gerade momentan in der U23 Hoffenheim. Und war jetzt verletzt die ersten 6 Spiele, bin jetzt wieder zurückgekommen, habe 2, 3 Tore gemacht, ich glaube 3 Tore habe ich gemacht. Aber wie gesagt, ich spiele jetzt eine andere Position. Der Anruf wegen der Nationalmannschaft kam so, ich hatte halt immer Anrufe bekommen von Kosovo und Albanien. Komm bitte zu uns, komm bitte zu uns. Ich habe immer abgesagt, ich wollte halt, weil ich halt U16, U17 Deutschland gespielt habe, wollte ich halt nochmal auf diese Chance warten. Und Lurik Zana, kennt ihr den? Wie heißt er? Lurik Zana, Innenverteidiger von Albanien. Kommt aus dem Kosovo, eine Legende in Albanien, kennt meinen Vater und hat halt meinen Vater angerufen und gesagt, komm spielen für Kosovo, komm spielen. Und jetzt habe ich zugesagt und jetzt mein erstes Länderspiel gegen Bulgarien, haben wir unentschieden gespielt. Da habe ich mein erstes Länderspiel gemacht, jetzt im November, Mitte November war das, haben wir zu Hause in Pristina gespielt. Pristina. Okay, danke die Blärt, ja? Eine Frage. Ja. Ist das schlimm? Wäre das schlimm für deine Familie, wenn du dich für Albanien entschieden hättest oder Kosovo? Nee, schlimm ist es nicht. War meine freie Entscheidung, ist nicht schlimm. Danke, Blärt, ja? Ja, Ari. Genau, ich bin der Ari und ich versuche mich mit meiner Geschichte jetzt ein bisschen kurz zu fassen. Genau, also ich spiele Fußball, seitdem ich 7 Jahre alt bin. Und das, glaube ich, bis in die U15 bei meinem Heimatclub in München, SC Arcadia Messestadt. Da habe ich halt gespielt die ganze Zeit und seitdem ich klein bin, ab der U11, hatte ich auch regelmäßig jedes Jahr Probetrainings, vor allem bei 60. Da war ich jedes Jahr so zu Besuch, aber irgendwie immer, wenn ich bei den Probetrainings war, hat so nicht funktioniert mit dem Kopf, ich war aufgeregt und dann war ich halt nicht so gut, aber im Spiel habe ich immer performt bei meinem Club. Und dann bin ich halt einmal wieder zu 60 und dann bin ich halt diesmal alleine irgendwie hingegangen, ohne Mama, Papa, weil die halt verhindert waren. Und dann hatte ich irgendwie für mich keinen Druck mehr und dann habe ich es auch nach 2 Probetrainings geschafft und dann war ich halt bei 60 und meine Eltern kommen ja, ursprünglich sind es beide Kurden, meine Mutter Kurdin aus dem Iran und mein Vater aus Irak und seitdem ich klein bin, sind wir halt so jedes Jahr oder 1-2 Jahre immer in Iran, dann war ich halt immer draußen, habe im Hof gespielt und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass meine Cousins in unserem Fußballclub spielen, da in unserem Dorf, Club of Medivan heißt es und dann war es halt so, dass der Trainer Hussein Abdi von der U19-Nationalmannschaft, der meinte halt so zu dem Trainervorstand und so von Club of Medivan, ja, dass dieser eine Deutsche, der halt hier in Deutschland spielt, dass ich halt mal zur Vorstellung kommen soll. Genau, jetzt seit der U19, zweites Jahr bin ich jetzt, U19, zweites Jahr spiele ich jetzt bei 60 und seitdem auch in der Nationalmannschaft für den Iran tätig. Okay. Zum Glück war deine Geschichte kurz, weil wenn die lang gewesen wäre, was hätten wir gemacht? Oh, krasse Geschichte. Aber geil, auch. Entscheidung müssen wir treffen. Ich will diese Geschichte nie mit meiner Entscheidung einfließen lassen. Ich will nur die Challenge immer bewerten. Für mich bleibe ich dabei, ich kann auch mal anfangen.
für mich bleibe ich dabei, so rum. Sejan für mich der Beste heute. So von der ersten Challenge bis jetzt der Beste, vorneweg. Ich fand Antonios Dynamik extrem überraschend. Und bei Blatt ist mir aufgefallen, dieser Touch, der Junge, der klebt, das ist eine Technik, die ist unfassbar. Ich muss aber eine Entscheidung treffen und einen rauswählen. Ich würde trotzdem dich rauswählen, ja? Arin, aus irgendeinem Grund glaube ich 1860 und so, glaube ich dir. Ich fand diese ganze Geschichte da, dafür, dass es auch cool, fand ich ein bisschen sehr verrückt, dass es dann Iran U19 wird. Eltern, Irak, weiß nicht, kann sein, dass ich völlig falsch liege. Und man muss fußballerisch entscheiden. Und fußballerisch war für mich Blaert heute einfach auffällig, bei der Challenge auffällig und besser als im Vergleich auch, er ist jung natürlich, aber im Vergleich zu Ari mit 18 Jahren. Ja. Ich versuche mich kurz zu halten. Gerne. Antonio, richtig stark. Zelt sowieso richtig stark. Ari war stark, Blaert war stark. Aber ich wähle halt Ari raus, weil ich denke, er ist noch mit der Schwächste von den vier gerade. Blaert hat das super gemacht. Man merkt, Blaert hat schon mal irgendwo im Leistungszentrum gespielt. Sieht man anhand seiner Technik und alles. Und deswegen wähle ich Ari raus. Ich finde von der Geschichte und von der Leistung her Sehan am stärksten. Ich finde, in der Runde bist du so ein bisschen abgekackt, weil du hattest so nach den ersten ein, zwei Durchgängen warst du nicht mehr so spritzig. Und ich fand dich jetzt nach der letzten Runde am schwächsten. Bei Blaert sage ich, du hast am meisten dich hochgearbeitet, also ganz am Anfang. Habe ich dich gar nicht gesehen und jetzt hast du geile Touches gehabt, geile erste Kontakte gehabt. Dich fand ich auch gut. Ich will mich auch von der Geschichte nicht zu krass beeinflussen lassen, aber jetzt haben wir halt so einen Parallelfall mit euch beiden. Ihr seid beide U21 Türkei. Irgendwie so, du hast dich schon ein bisschen exposed mit dem Lachen und so. Und ich kann das jetzt nicht wegignorieren, weil ich habe es mitbekommen, dass eure Geschichten nicht übereinstimmen. Also ich würde mich zwischen euch beiden auch entscheiden, aufgrund der Leistung. Bei dir nicht wegen der Leistung. Ich fand dich sehr gut, du warst sehr spritzig. Aber du hast schon... Ein lustiger Mensch, ich lache halt gerne, egal was ja, ist. Ja, du hast aber so gelacht, dass du mir schon halb gezeigt hast. Na, alles Bro, gut. Ich habe euch verarscht. Ich verarsche niemanden. Deswegen, ja, ich sag auf jeden Fall Antonio. Also Sejan ist der Beste bis jetzt, muss ich sagen. Blaert, sehr gute Technik, guter Abschluss als Stürmer. Kann gut sein, Kosovo. Antonio. Hat mir eigentlich auch gut gefallen, so fußballerisch, körperlich, schnell, alles. Aber 18 kann natürlich sein, ne? Aber glaube ich nicht. Und ja, das mit dem Trainer in der U21, Thomas, und er sagt Levent oder keine Ahnung. Und natürlich, wie Casey auch gesagt hat, ihr seid beide U21, kann jetzt nicht so gut sein. Deswegen sage ich, Arin, diese eine Aktion gerade, die hat mir richtig gut gefallen, wo du durch zwei durchgegangen bist. Das hat mir so irgendwie was gezeigt, dass du vielleicht in der U19 spielen könntest und ja, bei 1860 kann ich mir auch vorstellen. Deswegen auch Antonio raus bei mir. Aber jetzt nicht wegen Fußball. Aber wegen der Geschichte oder wegen Fußball? Wegen der Geschichte. Weil beim Fußball muss man sagen, Ari hat nicht einmal abgespielt. Ja, hat immer alleine gemacht. Das müssen wir auch mal sagen. Du hast nicht einmal abgespielt. Und, ja, und du warst Antonio war stark, Mann. Ja, Antonio natürlich war er stark, aber... Also geht nochmal in euch, ne? Ich will ungern noch einen Stechen machen. Bro, soll ich dir was sagen? Nochmal. Wir können eigentlich bis auf Sehan alle nehmen. Ich bin down. Ja. So, aber wir müssen nochmal. Bei Blaert können wir auch nochmal die letzte Runde schauen. Ne? Aber ob jetzt Ari oder Antonio, weil ich einen sagen muss, sage ich Antonio wegen der Geschichte. Lass uns, weil das wollen die Zuschauer auch. Lass uns mal diese Geschichte, das ist ja interessant für uns, aber lass uns das mal aus. Vergessen. Rein fußballerisch. Ja, dann ist leider Arin raus. Dann, weil auch, Anton, ja. Dann auch Ari. So, wir müssen daran gehen. Du kannst gerne was sagen. Genau, also ich hätte eine Frage und zwar. Ich fand ihn auch sehr stark, vor allem defensiv, da war er echt stark. Aber was meine Frage ist, einfach für mich so, in welchem Sinne Antonio und, wie heißt er nochmal? In welchem Sinne die bei der letzten Übung stärker waren oder was die von mir unterscheidet? Okay, kann ich das beantworten? Gerne, ich hätte es auch gerne gemacht, aber mach du gerne. Also irgendwie ist das auch ein Teamsport, du hast nicht einmal abgespielt. Stimmt, leider, ja. So, das ist schon ein bisschen Dings. Mhm. Und du hast nach ein, zwei Durchgängen, war das wie, als ob du einen halben Tag Leg Day hattest. Also du standest wackelig auf den Beinen. Du standest wackelig auf den Beinen und du warst nicht mehr so spritzig einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Ja. Auch noch mal ganz kurz von mir. Du warst gut. Du warst wirklich gut. Ne? Du hast auch viele überrascht, weil du, wie gesagt, auch eklig gespielt hast. Ich fand das gut. Aber Antonio, wie er an Sejan für mich als Topfavorit vorbeigezogen ist mit seiner Dynamik, ganz weit vorne, weißt du? Stimmt. Du warst gut. Die waren aber noch ein Ticken besser. Seine Dynamik war geisteskrank, habe ich selten so gesehen.
Und was Blair da gemacht hat, ich glaube, da müssen wir uns einig sein, seine Technik, wie, was er da, das war schon fast eine Machtdemonstration, nimmt den Ball, pflückt, Scheißball kommt, er pflückt den da so runter, geht richtige Kommandos, lautstark. Das ist natürlich so, wo ich sage, du warst richtig gut, 1860 München, glaube ich dir, kann sogar sein, dass du Nationalspieler bist, kann alles sein, aber die waren halt so, wo ich sage, wow. Und Seyan ist für mich so nochmal, alle auf einem krassen Niveau, aber Seyan ist eh nochmal eine Stufe drüber, weißt du? Was ich damit sagen will, du warst überhaupt nicht schwach. Du warst richtig gut, aber die waren halt nochmal auffällig stärker. Ja, weißt stimmt. du? Also, das ist so der einzige Grund. Ja, zwar das Passen und sein Touch und seine Dynamik. Okay. Dynamik, Touch, Technik. Ja. Und bei dir war es unangenehm, gut, aber da nochmal ein Ticken besser. Das war das Einzige. Dann Arin, tut mir leid. Casey? Kann ich als Letzter sein? Okay. Ich bin auch bei Ari. Arin, bei mir? Ich muss nichts mehr sagen. Dann Arin. Okay. Aber vielen, vielen Dank, Arin, dass du mitgemacht hast. Sehr, sehr guter Spieler, ja? So, Freunde, ich habe es euch ja versprochen, das Halbfinale mit einer Extrem-Challenge. Es geht darum, dass wir einen Angreifer haben. Er muss jetzt gleich, also es werden gleich die Reifen, die ihr hinter mir seht, alle reingerollt, um natürlich den Angreifer zu hindern, abzuschließen. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen natürlich die Geschmeidigkeit sehen. Wie lösen gewisse Spieler sich von Drucksituationen? Wie ist die Ballkontrolle, Ballbeherrschung in dieser Challenge? Es dient nicht nur der Unterhaltung, sondern wir können daraus sehr, sehr viel erkennen. Und deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Extrem-Challenge Ballkontrolle. Ich muss sagen, ich finde die Challenge gut, weil anhand dieser Challenge kannst du sehen, wie beweglich und wie schnell einer reagieren kann, wenn ein Reifen von rechts oder ein Gegenspieler von rechts oder links kommt. Spiel nah machen und finde ich stark, muss ich sagen. Ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt Seyan, erster Kandidat. Dann kannst du starten, wenn du ready bist. Gut, gute Bewegung. Boah, das... Guck mal, wie elegant er das gelöst hat, ne? Habibi, stabil. Seyan, sehr, sehr gut. Ein Durchgang noch, Seyan. Okay, Seyan, gerne. Oh, das macht er richtig elegant. So, er macht mit links. Er hat einmal mit rechts und einmal mit links elegant gelöst, ne? Sehr gut, Seyan. Reicht schon, oder? Blair, wenn du ready bist, kannst du gleich gerne starten. Boah, der macht das aber auch gut. Obwohl er stabile Statur hat. Wurde er einmal gestört oder wurde einmal gepackt? Nee, ne? Auch elegant gelöst, ne? Aber Seyan ist halt mit mehr Tempo durchgegangen. Ja, Seyan war noch ein bisschen geschmeidiger. Gerne. Macht der Übersteiger, geil. Boah, gut. Oh, gut gehalten. Hat er richtig gut gelöst, ne? Hat er stark gemacht. Gut so. Wow. Antonio, wenn du ready bist? Jeden Samstag, weiß, ne? Weißt du, gerne. Wo man nach Leverkusen spielt? Ehrlich? Ja. Ja, guck mal, das war jetzt aber ist auch schwieriger für ihn. Ja, genau. Aber macht er trotzdem elegant. Oh, macht er. Stark, Antonio! Stark! Ist er einmal ins Straucheln gekommen? Hat er gut gelernt bei Thomas. Konntest du aus dieser Challenge jetzt was erkennen? Nur, dass Seyan mit mehr Tempo reingegangen ist, durchgegangen ist. Alles war stabil. Ein Durchgang noch, ja. Kein Bock mehr. Beide, alle drei waren gut, muss ich sagen. Haben sehr stark gemacht. Gerne. Ja, du bist verarscht. Wow. Da wollte ich einfach nur durch. Ja, da wollte der Kopf durch die Wand. Dankeschön. Danke, Antonio, ja. So, Freunde, ich hoffe, die Challenge hat euch erstmal gefallen. War auf jeden Fall wieder sehr aufschlussreich. Für mich hat es persönlich... Oder lass mal Casey gerne anfangen. Ja, ich fand, ihr habt alle drei gut gemacht. Der Seyan hat es für mich wieder am besten gemacht. Also ihr seid bis hierhin gekommen. Ich finde euch alle drei stark. Eigentlich bin ich schon fest der Meinung, dass es Seyan ist. Also es nimmt sich nicht viel. Ich weiß gar nicht, wen ich rauswählen soll, weil für mich ist es halt Seyan. Und der Rest der Jury soll sich aussuchen, wer jetzt in der letzten Runde rausgewählt wird. Also für mich hat er elegant gelöst. Macht er schlau. Macht er clever. So, Jamie, wen wählst du raus? Einfach jetzt nur von der Challenge zu sagen, würde ich Antonio rausnehmen, weil er der Einzige ist, der einmal nicht durchgekommen ist. Aber eigentlich hast du es auch gut gemacht, genauso wie die anderen. Also sehr schwer. Aber ich würde Antonio nehmen. Ich gehe auf jeden Fall mit. Also ich muss ja die Challenge bewerten, sonst ihr seid alle im Halbfinale. Ihr seid alle richtig gut. Aber für mich hat Seyan am elegantesten gelöst, auch mit am meisten Tempo noch gelöst. Danach hat es Blair noch sehr elegant gelöst. Gute Bewegung, schöne Bewegung. Und Antonio wollte diesen Reifen fressen, so, weißt du, er wollte ihn am Ende aufessen. Ich mag deine Dynamik. Ich finde, du bist ein geiler Fußballer, so richtig dynamisch, aktiv.
Aber das war dann bei den anderen ein bisschen geschmeidiger, wie die es gelöst haben. Deshalb würde ich Antonio rauswählen. Ich muss leider meinen Bruder Antonio rauswählen. Vom Mensch her, erstmal als Mensch, geiler Typ. Fußballer auch, super Spieler. Gefällt mir, aber du hast halt leider verkackt der letzte Durchgang. Du warst auch kaputt, hast du vorher gesagt, deswegen. Aber... Er will reden, er hat Bock, was zu sagen. Ja, also um ehrlich zu sein, muss man auch ehrlich sagen, hier ist brutal kalt. Mich friert es die ganze Zeit, wahrscheinlich sieht man später auch in den Aufnahmen. Aber nee, wie gesagt, die Jungs haben stark gemacht und wir waren alle stark, aber... Ja. Genau. Genau. Naja, irgendwann alle kaputt, ich meine, was sind wir hier? Wie viele Stunden sind wir schon da? Das nimmt sich nicht mehr viel, ehrlich nicht. Das ist auf, gut, alle auf einem guten Niveau. Danke dir, mein Bruder. Jetzt sind wir auch Antonio. Mir ist echt egal, weil er hat halt dieses Defizit in der Story, was für mich die ganze Zeit in meinem Kopf ist, ich kann es nicht vergessen. Blair ist für mich von der Spritzigkeit und von der Körperlichkeit kein Nationalspieler. Deswegen ist mir egal, also wer die Stimme bekommt. Für mich ist es einfach Sayan. Gut, aber dann haben wir erstmal die Entscheidung getroffen. Antonio. Vielen Dank, Antonio. Ja, Dankeschön. Stark, Bruder. So, Freunde, jetzt kommen wir zum großen Finale. Dann wissen wir auch gleich, wer der Nationalspieler ist. Final-Challenge relativ einfach, aber auch wieder was Neues. Es wird gleich ein großes Viereck aufgebaut. In diesem Viereck spielt der andere Finalist einen Diagonalball rein, halb hoch, diese Position, oder kann es auch sogar hochwagen, oder auch komplett flach, je nachdem, wie lieb die zueinander sind oder nett zueinander sind. Der Spieler hat den Ball. Entweder schießt er mit einem Kontakt direkt aufs Tor, wenn der Ball reingeht, kriegt er 2 Punkte. Nimmt er aber sich den Kontakt Zeit, heißt er nimmt den Ball an, verarbeitet den Ball erstmal und schießt dann aufs Tor, kriegt er 1 Punkt. Also relativ einfach erklärt und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Finale. Okay, Blair, wenn ihr ready seid, könnt ihr starten. Okay, 0 Punkte. Ich bin mal gespannt, ob er noch einen direkt wagt. Okay. Ah, okay. Aber er braucht einen Ball. Sayan spielt die Bälle auch mit richtig Schnitt, das ist schwer, den... Hat er trotzdem gut genommen. Ja. Aber er wollte den flach. Ja. Hat er angesagt vorher. Okay. Wenn wir unbedingt ein Tor machen, ne? Den wollte er haben, so sicheren. Noch einer. Einer kommt noch, ein Ball fehlt noch. Hast du noch nichts? Tschüss. Kaugummi? Oh, lass ihn noch durch. Dankeschön. Ein dankbarer Ball. Jawohl, ja, Junge. Technisch gut. Boah, stark, Junge. Schönes Tor, Blair. Schöner Ball. Ja. Guter Touch. Ist der stabil, Mann. Gute Annahme. Wir haben aus diesem Serien Messi gemacht. Aber ey, er spielt richtig stark, Mann. Der ist richtig gut. Ist super, ich höre, der kann zweite Liga spielen. Aber wo spielt der nochmal? U23 bei Nürnberg. Serien. Willi lacht, ne? Er hat gerade angerufen. Oh, nimm den direkt. War gut. Der war drinne. War der? Nein, war der nicht. Nein. Blärt! Nein. Bitte. Warte mal. Eine Aktion! Wow. Zeig. Kralaslan, ich zeig euch mal einen Ball jetzt, ja. Chong Li. So. Ein Schuss, dann setz dich wieder. Das ist nicht so schlimm. Egal wie, Bruder. Bring hoch. Ja, Bruder, nicht auf links. Nicht auf noch links. Noch ein. Rechts. Ich darf mich nicht blamieren. Nein, mach auf gar keinen Fall Dings, Verletzung oder so. Ja, auf links. Oh. Ja, okay, das war stark. Das ist so Qualität. Hast du dieses Adjustment gesehen? Kurz Körperwechsel. Reicht schon. Reicht. Ich hab genug gesehen. Hast du gesehen? Der mit links war super, ne? Lass ihn doch rein, Torwart, ja. Der war so schön. Finale Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen. Für mich war es eigentlich relativ klar. Ich glaube, so der Nationalspieler für mich ist und bleibt Sayan. Türkei U21 ist auch hochgegriffen. Aber wenn man so performt, glaubt man das auch. Deshalb bleibe ich dabei, Sayan ist mein Nationalspieler. Ich gehe voll mit dir, also 100%. Ich glaube, er war von der ersten Challenge an der Beste, hat am souveränsten ausgesehen. Seine Bälle, der spielt geile Bälle, typisch Fußballerbälle, sagt man da. Und ich glaube auch, dass es Sayan ist. Casey? Nämlich auch. Finale hat schwach angefangen, aber hat dann auch stark nachgelassen. Aber ihr seid alle sympathische Kerle. Ich glaube, die Challenge war eher so für mich in den letzten 3-4 Runden zu entscheiden, wer eigentlich raus muss. Also wer weiter muss, war immer klar. Und ja,
alle sympathische Kerle, auch vor allem der Torwart. Killer Leute, ich entscheide mich für Seyhan. Für mich auch Seyhan, habe ich gleich am Anfang gesagt. So vom Aussehen, alles fußballerisch hat er mich auch überzeugt. Dann haben wir eine relativ deutliche Entscheidung. Dann würde ich mal sagen, ich wollte schon gerade sagen, darf Seyhan nach vorne kommen, schon so sicher bin ich mir. Aber auf jeden Fall darf jetzt der Nationalspieler bitte nach vorne treten. Ich habe mich Abdul vorgegeben. Tschüss. Warum immer? So, da gehört der Ball hin. Wie? Nein! Abdul, du nicht? Bruder! Also Seyhan, du hast einen Profivertrag, bist türkischer Nationalspieler, das ist alles wahr? Profivertrag nicht, türkischer Nationalspieler ja, U21. Wo mein Profivertrag jetzt dann zustande kommt, ich habe noch 6 Monate Vertrag. Ob es dann in Nürnberg oder woanders sein wird, ist halt jetzt noch das Fragezeichen. Kommt halt drauf an, genau. Aber du bist bei Nürnberg U23, das stimmt, also 1. FC Nürnberg U23. Und bei den Profis habe ich auch mal ein Testspiel mitgemacht, genau. Und aber wo jetzt dann, also wo ich dann meinen ersten Profivertrag unterschreiben werde, stand jetzt, wissen wir es noch nicht, genau. War Kenan Yildiz auch bei der U21? Genau, Kenan Yildiz, Arda Güler, mit denen habe ich zusammengespielt. Mit denen hast du zusammengespielt? Genau. Stark, mit solchen Spielern habe ich zusammengespielt. Gab es schon Gespräche mit Nürnberg? Ja, Gespräche gab es, aber jetzt mehr nichts kann ich nicht aber sagen. Anfang, nichts Konkretes. Ja. Jetzt habe ich noch 7 Monate Vertrag, bis Sommer nächstes Jahr. Und was dann zustande kommt, dann sieht man das, wenn es soweit ist. Kommst du Stuttgart, Abi? Ich habe noch was Kleines für die Jury. Ich habe ein Trikot dabei. Aha. Aber nicht von Nürnberg, oder? Nein, nein. Das Trikot war bei meinem zweiten Länderspiel gegen Österreich, genau. Da habe ich unter anderem gegen Yusuf Demir gespielt. Der war bei Barcelona. Dann ist er zu Galatasaray gewechselt. Ey, geiles. Aber ich würde immer sagen, guck mal, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke dir. Stabil, Mann. Sehr schönes Trikot. Darf man das verlosen? Dankeschön nochmal, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Immer gerne. Ich hatte echt viel Spaß hier. Die Jungs sind auch top hier. Genau. Aber nicht auf deinem Niveau. Ich würde aber... Dankeschön. Ich blende das, aber das ist ein guter Moment, weil ich kann das Trikot eh nicht. Ich würde das an meiner Community verlosen, wenn das für dich cool ist. Gerne. Ich glaube, die freuen sich extrem darüber, auch wenn ich es sehr gerne behalten würde. Also einfach Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Schreibt einfach gerne, warum ihr das Trikot haben wollt. Gerne auch unterschreiben, wenn du magst. Dann klar, kann gerne, die Jury, wenn ihr wollt, auch unterschreiben. Ja, komm. Nee, der ist Nationalspieler, nicht wir. Danke, hier, direkt auf den Play of the Month. Bruder, jetzt mach mir dein... Hier, oder? Sag nicht, Bruder. Ja, wie viele Leute, wir blenden es nochmal ein, gucken die Videos, abonnieren den Kanal aber nicht, deshalb gerne abonnieren. Wenn ihr das Trikot auch haben wollt, würde mich so oder so freuen, wenn ihr mal folgen würdet, oder? Ja, ich mich auch. Oder? Ja, ja, 100%. Ich folge auch nicht, aber ich habe keinen Kanal. Hast du keinen YouTube-Kanal? Nein, nein. Hätte ich einen... Die wäre der Erste. Aber warum Glocke aktivieren. Normalerweise musst du, Casey, folgst du mir auf YouTube und du ja, hast auch... klar. Ehrlich? Ja, klar. Ich glaube euch kein Wort. Gleich. Ich habe die Wahrheit gesagt. Vielen, vielen Dank, ja. Ehrlich. Seyhan. Antonio, erzähl mal. Türkei U21. Also gut, von der Story hat nur mein Name gestimmt. Antonio, 23 Jahre alt. Wie alt? 23. Habe ich nicht gesagt? Darf ich dich was fragen? Ja, gerne. Du musst ja die Leute davon überzeugen, dass deine Geschichte wahr ist. Okay. Warum machst du aus 23 18? Warum hast du nicht so 21 gemacht oder so? Ich will das nur verstehen. Erster, passt doch, oder? Geil, oder? Ja, ich spiele mit dem Luis zusammen. Den kennt man noch von Find the Bro Auswahl. Ach, Luis Ribeiro. Genau, Luis Ribeiro. Genau, und. Ja. Welche Liga? Verbandsliga ist das? Spielst du Fußball? Verbandsliga, genau. Aber der ist, Luis ist doch Ding, weißt du? Du weißt, ja, das ist unser Folge. Ja, bester Spieler. Hat dir gut gefallen? Spielst du auch von Anfang an? Natürlich. Ja, mich, das ist wichtig. Dankeschön, ja. Arif, Deutschland. Hätte er Deutschland nicht gesagt, wäre er vielleicht ein Finalist. Ja, hätte er gesagt Kosovo. Hättest du irgendwas anderes gesagt, aber Deutschland war schon... Serbien. Also, bei mir hat alles gestimmt, bis auf, dass ich 18 bin. Ich bin 28. Was? Also, ist alles vor 10 Jahren passiert. Ich habe für die deutsche und für die türkische Nationalmannschaft gespielt. Bin dann Profi in Augsburg geworden, zwischen 2013 bis 2017. Und dann über Umwege habe ich jetzt gegen euch die Find the Pro Auswahl gespielt. Also ich spiele aktuell bei Türkgücü München, bin Linksverteidiger. Ah, der Probleme hatte gegen uns, ne? Nee, der den schönen Freistoß da geschossen hat. Hast du gespielt? Ja, zweite Halbzeit habe ich gespielt, ja. Also dieses Freistoß. Freistoß-Tor gemacht? Nee. Nein, diese Flanke. Boah, ich weiß, kann sein, du achtest ja nur auf unsere Spieler. Ja. Du warst Profi in Augsburg? Ich war Profi in Augsburg, genau. Zweite Liga, erste Liga, was war das? Damals in der ersten Liga.
Damals bin ich mit 17 zu den Profis hochgekommen. Ich habe davor schon mit 16 mal bei den ersten trainiert. Hast du Bundesliga-Einsatz gehabt? Nee, leider nicht. Zweitliga-Einsatz oder so? Also Augsburg war, seitdem ich oben war, nicht in der zweiten Liga. Aber du hast U-Nationalmannschaft Türkei gespielt? Ich habe U18, U19 Türkei gespielt, 11 Länderspiele. Und U16 und U17 habe ich 3 Länderspiele gemacht, aber damals waren halt meine Gegner Leroy Sané, Gnabry, Kimmich. Ach, du hast für Deutschland gespielt? Genau, Deutschland und Türkei. Also ich habe beide Länderspiele, Nationalmannschaft gespielt. Heftig, ne? Aber du siehst mal, das sind Props, niemals aus wie 28. Ja, bin ich ein bisschen jung gehalten. Never. Oder ich bin ein Jahr jünger als der, Bruder. Ich bin 5 Mal älter aus. Guck mal, ich bin ein Jahr, er ist mein Jahr, bis 95er dann, 95er, genau, ja. Ich sehe aus wie Rentner und du siehst noch so, wir reden danach, wie du mir ein paar Tipps gibst, wie ich mich frisch halten kann. Alles klar, mach ich. Zu alt, zu jung, ne? Danke dir, Arif, ja? Gerne. Aha. Abdul. Wo ist der Ball? Du hast doch gesagt, nachher werdet ihr sehen. Auf jeden Fall, meine Geschichte war alles eine Lüge. Libanon stimmt gar nicht, Levante stimmt auch nicht. Also, wir kommen auf jeden Fall von einem armes Land, Syrien. Ich bin Kurde. Mein Vater hat ein Haus auf jeden Fall in Deutschland, in Syrien. Wir sind nach Deutschland umgezogen, ich bin seit 8 Jahren hier in Deutschland. Ich wollte einfach meinen Traum, einfach Fußballprofi zu werden. Wir waren hier in Deutschland. Das war noch, mein Onkel meinte zu mir, du bist einfach talentiert, du bist gut, Technik gut. Dann, er meinte, es gibt halt im Fußball, im Fußballakademie, so wie Fußball in Spanien, Leganés. Das hast du gehört, Blend, mein Bruder. Ali Can, mein Kollege. Blend ist mein Bruder. Nee, hör auf, Leganés, bitte. Nicht mehr diese Leganés-Story. Auf jeden Fall. Oder wie viel gehört? Nein. Ist auf jeden Fall mein Bruder, ja. Wir sind auf jeden Fall zusammen dahin gegangen. Mein Vater hat sein Haus verkauft. Blend hat doch von seinem... Was bitte? Dein Vater hat ein Haus... Mein Vater hat sein Haus verkauft für uns beide, damit wir in Leganés was machen. Wir sind auf jeden Fall dahin gegangen. Wir hatten einfach immer keinen Reisepass. Wir mussten... Der meinte, ich glaube an euch, wir fahren mit Auto. Wir sind 2500 Kilometer gefahren bis nach Spanien. Wir wurden auf jeden Fall verarscht. Bruder, guck mal, warte. Er erzählt, sein Vater hat sein Haus verkauft. Die sind 2500 Kilometer nach Leganés gefahren, um da zu trainieren, um verarscht zu werden. Das ist der dritte jetzt. Bruder, wie kann sein Vater verkauft sein Haus dafür, dass er Profi wird, der Junge? Erstmal Respekt. Bruder, hat mal so einen Vater, der so an einen glaubt? Ich bin auf jeden Fall 17, nicht 16. Aber auch noch jung. Ja, ja, also der hat halt sein Haus verkauft, wir waren halt da. Wir wurden halt sehr verarscht, kein CD bekommen, nichts bekommen. Die Geschichte war einfach so, da sind so 17 Leute, 16, 15 Leute vielleicht so ungefähr. Manche kommen von Österreich, ich kenne Ali Can, der kam von Österreich. Ich bin mit meinem Bruder da hingegangen, ich habe gesagt, ich nutze die Chance, ich gehe da hin, ich mache was. Ich bin da hingegangen, ich habe eigentlich gut gespielt. Ich habe jedes Spiel Stamm gespielt, vielleicht die letzten 10 Minuten rausgegangen, weil da waren sehr viele Leute, jeder musste sich beweisen. Und dann am Ende, der sagt, du kannst CD bekommen, also am Anfang hat er das erzählt, am Ende kriegt jeder sein CD. Und er kann so Mannschaft zeigen, zum Beispiel Dortmund, Köln und so, ich sag hier, ich habe mit Leganés trainiert. Und danach, 5 Uhr war mein Flug, am den Tag davor noch, der meinte, nein, du kriegst deine CD nicht, dein Bruder auch nicht. Und dann er so, ihr kriegt eine Woche später, wenn ihr da seid, in Deutschland, ich bin in Deutschland, ich rufe den an, ich schreibe den an, er beantwortet mir nicht. Und dann sagt er so, ich gebe euch doch die CD nicht, im Hotel, ihr habt 2 Flaschen. Wir mussten um 5 Uhr schon dahin gehen, um 5 Uhr schon, also mit Auto wieder zurückfahren. Und dann meinte er so, weil ihr 2 Flaschen auf dem Tisch gelassen habt, so als Ausrede mäßig. Also das sind so 2 normale Flaschen, so Wasserflaschen, was wir auf dem Tisch gelassen haben. Also wegen sowas, das ist so Frechheit so, wegen 2 Flaschen, ihr kriegt euer CD nicht. Wir sind nach Hause gegangen, wir kommen auf jeden Fall nach Deutschland. Ich küsse auf jeden Fall meinen Vater, ich danke ihn auf jeden Fall und ich gebe niemals einfach gar nichts. Guck mal, super, aber kurze Frage nochmal. Wie viel Geld hast du jetzt liegen lassen? Also wie viel Geld wurdest du betrogen? Ich will es nicht so übertreiben, aber 15 bis 17 auf jeden Fall. Für beide oder nur für dich? Ja, für beide. Für mich und 15 Bruder. Bis 17.000 Euro. Guck mal, es reicht. Ich habe das ja sowieso in der letzten Folge gemacht. Ich schwöre es dir, ich fliege mit meinem Anwalt, ne? Fliegen wir mal dahin und wir holen dein Geld wieder. Ich nehme meinen Anwalt mit, wir fliegen nach Leganés und dann machen wir mal ein richtig geiles, interessantes Video. Das würdet ihr doch gucken, oder nicht? 100%. Natürlich. So wie wir die mal auseinandernehmen. Wir fliegen mal mit meinem Anwalt nach Leganés und fragen mal nach. Außer ich fliege zu Leganés irgendwann. So, Digga, es ist ja... Leganés ist, glaube ich, erster in der zweiten Liga gerade in Spanien, ne? Das ist ja... SSV Barcelona. Bezirksliga habe ich gespielt, Landesliga habe ich gespielt, mit der ersten Mannschaft Westfalenliga habe ich gespielt. Aber seit gestern bin ich vereinslos, ich habe mich abgemeldet. Du bist gut, aber diese Story dahinter, dein Vater verkauft sein Haus, die ziehen die euch ab, 17.000 Euro einfach weg, das ist krank. Und das war halt so krass, so, wir hatten keinen Reisepass, er meint so, jetzt Leganés, wir müssen dahin. Mein Vater meint so, komm, ich nehme euch mit, wir sind dahin gegangen. Der hat auch seit kurzem seinen Führerschein gemacht, wir sind auf jeden Fall dahin gefahren. Ehrenvater, ehrlich, nicht jeder Vater supportet Props an so. Vater, Respekt, ehrlich, ja. Aber
wir bleiben in Kontakt, wir machen diese Leganess-Tour. Das danke. Reicht, also das war jetzt dann, der dritte Fall. Ich bin auf jeden Fall, das war ehrlich, ich bin seit 3 Uhr unterwegs. Glaube ich dir. Und IC, ich konnte einfach nicht schlafen so, du der macht Musikbox gut. An. Ich konnte einfach nicht sagen. Brauchst du das war meine letzte Rettung bei dir, Diyar, wenn du mir helfen kannst. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar. Ich habe doch gesagt, hast mein Wort, wir fliegen nach Leganess, wir machen das. Ich nehme meinen Anwalt mit und dann machen wir das zusammen. Dankeschön. Ich küsse auf meinen Vater und ich küsse auf mein Nest im Charter. Mujo, mein alter Trainer, der an mich geglaubt hat. Und mein Friseur Menzu. Dankeschön. Gerne, ja. Bei mir war es mit Bosnien erstmal gelogen. Ich bin Kurde. Ich bin auf Bosnien gekommen, weil wir auch gegen die Spiel hatten. Wir waren in Bosnien im Trainingslager mit einem Berater. Und da haben wir gegen Sarajevo und so gespielt. Und darauf bin ich auf Bosnien gekommen. Und ich habe früher in der Oberliga gespielt, in der Jugend auch. Habe auch bei einer Regionalligamannschaft von den Herren einer Mannschaft mittrainiert. Aber das Mannschaft will ich jetzt nicht erwähnen, weil die was gottlos abgezogen haben. Aber ansonsten, ja. Stabil. Dankeschön. Und du spielst noch wo? Ich bin jetzt vereinslos. Wie alt bist du nochmal? 19. Okay. Danke, Can, ja? Gib weiter Gas. Viel Erfolg. Nächster Mann. Bei Bled sage ich, alles war deutscher Nationalmannschaft, Kosovo auch Nationalmannschaft. Bis Verletzung und dann also sage ich, ja noch jetzt und dann nicht mehr. Auch mal raus. Also klar, ich bin kein Nationalspieler, also bin keiner mehr. Bis zur U19 hat alles gestimmt. Wusste ich. Danach bin ich zu Bochum gewechselt in die U19. Stark. Hab mir enormen Druck gemacht, unbedingt Profi zu werden. Wollte es meinen Eltern zurückzahlen, was die alles für mich geopfert haben. Hoffenheim immer 120 Kilometer hin, zurück, meine Mutter immer von der Schule geholt. Und ich bin momentan bei Sonnhof Groß Asbach. Regionalliga. In Oberliga leider. Oberliga, zweimal hintereinander abgestiegen. Und ja, das war's. Kosovo habe ich noch nie gespielt. Aber Deutschland, natürlich. Deutschland habe ich gespielt. Wie alt bist du? Ich bin 22, werde jetzt 23. Ich bin 01er Jahrgang, selber Jahrgang wie Jamie. Danke, Bled, ja? Sieh durch, Mann. Steig auf. Viel Erfolg. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, nimm, die Bühne gehört dir. Ich grüße noch Anthony. Und Arpno, die mich auseinandernehmen werden jetzt auf der Fahrt zum Training. Und dann grüße ich noch Amit und Enes und danke Temi, dass er mich eingeladen hat und danke an euch, dass ihr mich auch eingeladen habt. Danke, dass ihr warst. Arin, bitte das auf Kurdisch, ja? Hä? Nein, Spaß, ne? Nein, ne. Genau, bei mir hat eigentlich fast alles gestimmt, bis auf, dass ich dann irgendwie von dem Trainer dort in meinem Heimatdorf berufen wurde oder so in die Nazio. Also ich war auch dort in Iran, hab da mitgespielt und da waren auch tatsächlich Nationalspieler, in diesem kleinen Mini-Verein, wo ich ausgeholfen habe. Und jetzt gerade spiele ich bei 60. Das stimmt, ne? 18, ja, das 16? Stimmt, das stimmt. Und genau. U19 Bundesliga, oder? Ja, A-Junior Bundesliga, U19. Bist du Stammspieler? Also, ja, eigentlich schon. Bis jetzt oder spielst du öfter? Bis jetzt habe ich jedes Spiel gestartet, eigentlich. Ja. Du bist auch 18? Ja, gut, ne? Ich bin 18. Ja, stabil, viel Erfolg. Sie 18, genau. Durch, ja. Darf ich auch noch jemanden grüßen? Der Schritt ist nicht mehr weit entfernt von dir. Bühne gehört dir. Genau, ich grüße meine ganze Mannschaft. Meine Eltern und meine Freundin. Danke, ja. Oh. Freundin. Kann der Torwart sich auch vorstellen, bitte? So, ich bin der Aladin Bidoui. Ich komme aus Regensburg. Habe in Tunesien zweite Liga gespielt, von U14 bis U19. Und hier in Deutschland spiele ich bei Regensburg, bei Sulzbach in der Bezirksliga. Bezirksliga? Ja. Tunesien zweite Liga Herren gespielt? Ich war bei zweiter Mannschaft. Erste Mannschaft nur Training, aber nicht wirklich was bekommen. Wie alt bist du? 20. Stark gehalten, ne? Stabil. Stabil. Willst du noch jemanden grüßen? Ich will meine ganzen Jungs grüßen aus Regensburg und meine Familie auch noch. Stark. Dankeschön nochmal an das Fußballcenter Kornwestheim, dass wir die Halle jetzt hier zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und natürlich auch nochmal Dankeschön an Funk, weil wir haben auf dem Kanal Einfach Fußball noch ein Video zu meinem Alltag gemacht. Wie so, sieht so ein Tag von mir aus? Könnt ihr gerne abchecken, wenn es online ist. Ist, glaube ich, ein cooles Video geworden. Riesendank natürlich an meine Jury-Kollegen. Also ist nicht selbstverständlich. Dennis, Casey, vielen, vielen Dank, Jamie, dass sie sich die Zeit genommen haben. War eine lange Folge heute, hat aber richtig Bock gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Wie gesagt, wenn ihr das Trikot auch nochmal haben wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, weil, wie gesagt, viel zu wenige abonnieren den Kanal einfach und schauen die Videos und feiern die mit Sicherheit auch. Sieht man an dem Like- und Klickverhältnis, deshalb gerne auch mal ein Abo dalassen. Und jetzt gehen wir Döner essen. Haut rein, ciao, ciao. Ich nicht, Salat.